So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Spellforce The Order of Dawn. Wie in der letzten Folge versprochen, werden wir in dieser Folge den kleinen Welpen retten, der hier oben bei den Trollen gefangen ist. Ein Wunder, dass die den noch nicht aufgegessen haben, aber vielleicht essen sie ja keine Hunde. Weiß man ja nie. Oder Wölfe. So, wir schleichen uns mal an Hörger vorbei. Oder Hörger, wie auch immer. Und töten die doofen Trolle. Runenkrieger, zu mir! Verstärkt die Deckung! So, schnell das Gebäude kaputt machen. Und währenddessen können wir uns vielleicht schon mal mit den Hühnchen unterhalten, beziehungsweise es, glaube ich, eher näher anschauen. Die Naraswelpe. Dieses Wolfswelpe scheint sehr schwach zu sein und kann sich kaum auf den Beinen halten. Ein Brocken Rindfleisch vom Bauer Bronn dürfte es heilen. Okay. Dann müssen wir... Verstärkt die Deckung! Die Linien müssen halten! Dann müssen wir mal mit Bauer Bronn reden, ob er nicht ein Stück Fleisch rausrücken möchte. Und währenddessen können wir mal ganz kurz gucken, ob die Helden etwas Besseres tragen können. Da ich weiß, dass wir gleich einen anderen Helden bekommen, kann ich das Schwert schon mal nehmen und ihm in die Hand drücken. Mana-Anzug ist nicht so wichtig. Dann haben wir das nämlich auch gleich gemacht. Der wird mich gleich ersetzt. So. Okay, dann sprechen wir jetzt kurz mit Bronn-Gonner. Ah, ihr wieder. Ich muss euch um etwas Fleisch bitten. Ich habe ein Wolfsjunges gefunden. Es ist kurz vor dem Verhungern. Zu schwach, um sich noch zu bewegen. So, dann füttern wir ihn also durch, damit er später, wenn er wieder bei Kräften ist, meine Herde reißt, ja? Redet keinen Unsinn. Ich bezahle euch dafür. Hier, nehmt diese Münzen und gebt mir ein gutes Stück. Nun, ich kann euch schwerlich verbieten, was ihr mit ehrlich erworbenem Fleisch anstellt. Hier, nehmt. Sehr schön, dann haben wir jetzt ein Stück Fleisch erhalten. Das können wir auch direkt dem Welpen geben. Und bis es soweit ist, können wir noch weiter ausstatten. So, der braucht den auch gleich nicht mehr. Es tut mir leid, ich habe den Part hier schon mal gespielt, weil... Ja, ich musste ihn jetzt nochmal spielen, weil der die Aufnahme total geruckelt hat. Was leider nicht zumutbar war. Und das ist auch etwas, was in den letzten Folgen jetzt manchmal vorkam. Ich bin dabei, es auszumerzen, aber leider weiß ich noch nicht genau, woran es liegt. Deswegen kann es sein, dass es ab und zu mal noch vorkommt. Wenn es so schlimm wird, wiederhole ich die Aufnahme. So, und dann sprechen wir mit Tinaras Welpe. So, das haben wir schon vorgelesen. Dann geben wir ihm mal das Stück Fleisch. Das Tier verzehrt das Fleisch gierig und richtet sich auf. Das ist so süß. So, da ich ja weiß, wo die lieben Eltern stehen, nämlich irgendwo hier oben, können wir schon mal dahin laufen. Und währenddessen können wir nochmal gucken. Ich glaube, für ihn hatte ich nichts Besseres. Außer noch einen zweiten Ring. Den hatte ich gerade eigentlich ausgerüstet. Sie kann noch was Besseres bekommen. Und zwar den. Konnte sie nicht auch irgendein Schild tragen? War mir da nicht so?
Vielleicht kriegen wir das gleich erst noch. Okay, warten wir noch einen kleinen Moment, kriegt sie jetzt erstmal eine zweite Waffe. So. Hier vorne sind sie dann, glaube ich. Und dann werden wir uns auf den Weg machen und versuchen, Herger, den Sohn des Zwergenvorstehers, wie heißt der? Nee, nicht Skavik. Wir können ihn gerade nicht sehen. Ich weiß leider seinen Namen nicht mehr. Aber Herger heißt der Sohn auf jeden Fall. Und dann sollen wir seinen Tod rächen, damit Joshuas Schuld nicht weiter besteht. Und sich die Menschen und die Zwerge wieder zusammenraufen können. So, dann sprechen wir mal mit Tana. Tana, der Wolfsvater, hat etwas aus dem Boden geschart. Er legt es in eure Hand. Okay. Tana schiebt das Welpe mit der Schnauze zu seiner Mutter und stellt sich dann aufmerksam vor euch. Er scheint euch begleiten zu wollen. Ja, die Unterstützung nehmen wir doch gerne an. So. Er hat uns nämlich eine Rune gegeben, und zwar eine sehr gute, nämlich den Schütze Javel. Und wir haben jetzt vor allen Dingen endlich mal wieder einen Fernkämpfer. Die Rune ruft? Dich leider mal ganz kurz töten. Tut mir leid. So, und dann tauschen wir das mal aus. Die würde ich eigentlich auch gern benutzen. Weißt du was, die Mentalistin, ich bin sowieso nicht so ein Fan von Mentalisten. Achso, ich muss sie erst töten. Wo ist sie denn? Zu Befehl! Tut mir leid. So, dann tauschen wir euch mal aus. Und dann muss ich die beiden jetzt mal ganz kurz ausrüsten. Aber ich kann sie währenddessen schon mal beschwören. Dann müssen wir gleich nicht so lange warten. So. Weiße Magie 4. Das sieht doch schon mal gut aus. 7 bis 10. Und sie kann ein Schild tragen. 25. Kriegt sie das? 16. Eine Standardhose. Metallhelm. Haben wir was für weiße Magie? Weisheit und Charisma hört sich schon mal gut an. Eigentlich finde ich das besser, weil da Intelligenz auch aufgewertet wird. So, okay. Dann haben wir jetzt die Priesterin Noemi. Und wir müssen noch den guten Schützen Javel ausrüsten. Wir haben sogar einen richtig guten Bogen. Das ist voll sinnlos, dass der Ernster... Ah nee, das ist wegen... Okay. Ein Schild tragen kann. Aber gut, wer ist der Fernkämpfer eigentlich? So, der braucht eigentlich auch nicht so eine starke Rüstung. Kriegt erstmal die Keule. Was anderes haben wir nicht. Und dann kriegt er hier die beiden Ringe. Und noch den Helm. So. Dann sind wir wieder ausgerüstet. Was wünscht die Rune? Auf dem Weg! Und dann kann es jetzt losgehen mit... Stehe bereit! ...dem guten Joshua. Um Herger zu rächen. Jetzt haben wir sogar jemanden mit Heilung, und zwar nicht nur normale Heilung sogar, sondern göttliche Heilung. Das ist eigentlich so stark wie der Zauber Segnung. Also der heilt wirklich 3/4 der Lebenspunkte. Das kann sehr nützlich werden. Besonders wenn man so eine Rampensau spielt, wie wir das tun. So. Dann sind wir ja sogar eine ansehnliche Truppe. Helden könnten wir eigentlich auch mal gucken in Graufurt, ob wir nicht da ein paar bessere finden. Priesterin Noemi kann Fernkampf. Haben wir eine Armbrust? Wir haben keine Armbrust. Warte mal, da möchte ich mal ganz kurz gucken, weil ich Fernkämpfer viel lieber im Team habe. Ob wir Priesterin Noemi nicht, Aura der Stärke hat sie auch. Ja, aber göttliche Heilung ist besser. Ob wir nicht für sie noch eine Armbrust finden, weil ich finde das eigentlich sinnvoller. Reisen wir mal ganz kurz in die Stadt oben.
Und gucken mal, ob ein Händler eine Armbrust für uns hat. So, ist das ausgewählt? Ja, der hat natürlich nichts. Ist hier noch ein anderer Händler? Da. Der Wilhelmsen. Nein, natürlich nicht. Schade. Noch ein Händler? Nö, leider nicht. Okay. Dann müssen wir warten, bis wir wieder nach Graufurt kommen, aber ich mache das nicht jetzt, weil sonst müssten wir dann wieder das Heldenmonument Besitz nehmen, bla 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 und dies und das. Das wäre jetzt zu viel Aufwand. So. Tor zum Schwertfels. Und dann laufen wir mal schnell zu Joshua, der hier am Tor wartet. Am Eingang zur Kaltmark. Ja, jetzt macht der blöde Hörger. Ein Monument verliert seine Kraft! Und sein Seelenfels kaputt. Naja, macht nix. Ist da noch was drin? Oh, ich hab da eine Kiste nicht ausgeräumt. Ist doch nicht meine Art, einfach Loot liegen zu lassen. Oh, Beißfarm. Das ist schon mal gut. Eine erste Ingredienz für das Gift, um dann Hörger endgültig zu besiegen. So, da ist auch schon Joshua. Und der Wächter, der das Tor bewacht. Und da sehen wir auch schon Feinde, gegen die wir gleich kämpfen dürfen. Und zwar Dunkelelfen. Eines der drei bösen Völker in diesem Spiel, oder nicht guten Völker. Die anderen beiden sind Orks und Trolle. Ich wache über dieses Tor und das Grauen, das es von uns fernhält. Welches Grauen? Das Grauen, das einst unsere Brüder jenseits dieser Felsen in den Tod gerissen hat. Doch ich bin kein Barde. Fragt in der Stadt nach, wenn ihr Geschichten hören wollt. Wir möchten auch keine Geschichte hören, wir möchten einfach, dass ihr uns das Tor öffnet. Öffnet mir das Tor. Wie ihr wünscht. Achtet auf die Gefahren, die jenseits dieser Felsen liegen. Keiner wird euch doch zu Hilfe eilen. In diesem verfluchten Land hört nur der kalte Wind eure Schreie. Tretet hindurch. Die Kaltmark erwartet euch. Sehr schön. So, dann sprechen wir noch mit Joshua Hallett, damit er noch mitkommt. Ah, ihr seid es. Führt mich zu dem Ort, an dem Herger starb. Es ist ganz im Osten, auf dem höchsten Berg. Ihr werdet es schon finden. Geht doch voran, ich folge euch. Ja, du bist ja richtig mutig. Allein er sieht schon aus wie so ein, Lackmeier, der eine Tonne Haargel für seine Frisur jeden Tag braucht. Obwohl das hier vielleicht natürliches Fett ist, da wir ja ein Mittelalter spielen. So. Die ersten Assassinen. Wir werden angegriffen! So, weiter geht's. Prügeln wir uns hier durch. Da sind Nekromanten. Die können genauso wie wir Skelette beschwören. Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! Verstärkt die Deckung! Das ist ein Hinterhalt! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Standhalten, Männer! Verstärkt die Deckung! So. Da vorne sind schon die nächsten.
Wir werden angegriffen! So, der kann auch schlagen. Verstärkt die Deckung! Schließt die rein! Steht aber einfach nur rum. Kannst du die Rune rein? Die Linien müssen halten! Schließt die rein! Stehe bereit! Schickt sie zum Seelenfluss! Das ist ein Hinterhalt! Schlagt sie zurück! So, dann haben wir hier auch die Feinde. Okay, hier ist aber auch nichts weiter. Das letzte Mal haben sie hier Loot gegeben. Und, hat er es geschafft? Ja, er hat unseren Seelenfels zerstört. Und noch mehr Gegner. Vorsicht, Gegner! Da nicht so eine hohe Resistenz gegen schwarze Energie. Naja. Das ist ein Hinterhalt! Verstärkt die Deckung! Vorsicht, Gegner! Feindlicher Angriff! So, das war's mit denen. Aber es gibt ja noch mehr. Wir werden angegriffen. Frage ist echt, woher die Dunkelelfen kommen, weil ich... Schlagt sie zurück! Ich weiß nicht, ob man dafür noch eine Erklärung bekommt, was die hier suchen. Vorsicht, Gegner! Hier sind Spinnenflüsterer. Das ist ein Hinterhalt! Unsere beiden Skelette sind mittlerweile gestorben. Muss ich gleich mal neue machen. Standhalten, Männer! Feindlicher Angriff! Runenkrieger, zu mir! Zurück. Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! So. Das war doch erfolgreich. Da oben haben wir noch Loot. Und dann geht's auch schon weiter mit unserem Feldzug. Hier ist irgendwo einer. Wo rennt er hin? Wir werden das Gebiet jetzt mal so von hier oben aufräumen und werden dann hier unten langsam hinkommen. Ich würde gerne wissen, ab welcher Stufe man das, den fünften Helden beschwören kann. Eigentlich meine ich das mal, dass man das lesen konnte. Wir werden angegriffen! Verstärkt die Deckung! Vorsicht, Gegner! Sie sind überall! Zack. Und noch mehr Nekromanten. Oh, hier sind Trolle. Interessant. Das ist ein Hinterhalt! Yeah.
Wir werden angegriffen! Hier ist eine Kiste. Und noch ein Orklager. Kein Orklager, ein Trolllager. Meine Güte. Wir werden angegriffen! Und wir haben ein neues Rüstungsteil bekommen, was vielleicht interessant sein könnte für ein paar Helden. Mal ganz kurz schauen, wer hat denn schlechte 32? 13. Können wir die anziehen? Die Linien müssen halten! Noch kämpft sie ja im Nahkampf, da brauchst du ja ein bisschen mehr Rüstung. Männer! Das ist ein Hinterhalt! Vorsicht, Gegner! Haltet durch, Männer! Runenkrieger, zu mir! Wie geht's dem Wolf? Gut, okay. Schlagt sie zurück! Der darf auf keinen Fall sterben. Das würde ich mir nicht verzeihen. Der muss ja später wieder zu seinem Kind. Ja. Die Helden stehen mal wieder daneben und gucken zu. So, und weiter geht's nach Norden. Da vorne sind Spinnen. Das ist einfach nur eine Felsnase. Okay. Die sind ja schon ein bisschen eklig, ne? Es fehlen nur die Haare. Obwohl, ein paar hat sie. Das ist ein Hinterhalt! Aber natürlich sind sie kein Problem für die Schandall. Die Ein-Mann-Armee. Standhalten, Männer! Schließ die Reihen! So. Wir sollen ja hier auch später dann die Materialien für diese besondere Robe finden, die uns ja Tanara machen möchte in Graufurt. Waren, glaube ich, von den Felsenspinnen. Mal schauen, ob wir da schon alle Zutaten kriegen oder ob wir noch woanders hin müssen und dort was suchen müssen. Hatten wir nicht sogar schon einen Teil davon? Feine Stoffe da. Dunkler Seite und Lichtseite. Nee, wir haben noch gar nichts. Also könnte es sein, dass wir sogar noch später erst dann den einen Teil bekommen. Ich glaube nämlich, hier kriegt man nur eine Art von Seite. Nicht entweder die Licht- oder die Schattenseite. Oh, da sind auch schon Riesenfeldspinnen. Zu mir! Verstärkt die Deckung! Standhalten, Männer! Schließt die Reihen! Wir werden angegriffen! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! So, die hatten jetzt aber noch nichts Besonderes für uns dabei. Okay. Ah, da haben wir doch das besondere Exemplar. Standhalten, Männer! Runenkrieg!
Krieger, zu mir! Schließt das ist ein Hinterhalt! Wir werden angegriffen! Feindlicher Angriff! Wir werden angegriffen! Sie sind überall! Wir werden angegriffen! So. Vorsicht! Gegner! Und wir haben die nächste Zutat gefunden. Zack. Das ist ein Hinterhalt! So, das waren die Spinnen hier. Und wir haben die erste dunkle Seide. Schön. Und ich glaube noch eine Zutat für den für das Gift, das wir dann Hörger verabreichen sollen. Damit er geschwächt ist, damit wir ihn dann leichter besiegen können. Damit wir an den Schlüssel für den Schwertfels rankommen. Die Linien müssen halten! Wo ich sehr gerne hin möchte, weil das, finde ich, die beste Map in Spellforce ist. So, von der Art der Missionsgestaltung, wie die Map aussieht. Das gefällt mir. Und auch die Geschichte hinter der Map. Aber das werden wir dann noch sehen. So, wieso tauchen die Spinnen erst dann auf, wenn man hier wieder weggeht? Verstehe ich nicht ganz. Ich möchte hier keine Feinde rumlaufen haben. Wir werden angegriffen! Standhalten, Männer! Haltet durch, Männer! So, was kommt da vorne? Noch mehr Spinnen? Ich sehe gerade keinen Feind. Wo soll der sein? Ja, noch mehr Spinnen. Aber keine große. Brauchen wir zwei Teile Lichtseide oder zwei Teile dunkle Seide? Zwei Teile Lichtseide, okay. Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Sie sind überall! Sie sind überall! Schließt die Reihen, Krieger! Zu mir! Feindlicher Angriff! Das ist ein Verstärkt Hinterhalt! Die Deckung. Sie sind überall! Sie sind überall! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Schlag Eigentlich sie sind es ja nur drei Stück, aber okay. Die Linien müssen halten! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! So, und noch mehr Dinge. Leider immer noch keine Armbrust. Wir brauchen eine Armbrust für die gute Priesterin. So, ist hier eine Sackgasse? Es scheint mir so. Aber da sind noch zwei Feinde. Wo denn? Ah, die stehen hier. Ah, okay. Das sind die hier. Okay, es ist tatsächlich eine Sackgasse. Gut, dann müssen wir wieder hier hin. Hier sind noch mehr Spinnen. Wenn wir nach den Worten Joshuas gehen, ist ja der Herger genau auf dem höchsten Punkt gestorben. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch einen kleinen Moment dauern, bis wir dort eintreffen. So, wir können aber zumindest mal gucken, während die jetzt Leutkens jetzt hierher laufen, ob wir noch die Helden ein bisschen besser ausstatten können.
sind zwei Handwaffen, ne? Nein. 3 bis 8. Auf jeden Fall. So. Helm hat er das Beste. Die Ringe sind auch ganz gut für ihn. So, mal Waren. Pestilenz ist zwar gut, aber der wirkt, glaube ich, nicht oft, der Zauber. Und vor allem im Kampf ist er nicht ganz so sinnvoll, da er eigentlich den Feind nur sehr langsam zugrunde richtet. Nee, der kann nichts Besseres anziehen. Rüstungsklasse 28? Oh ja, auf jeden Fall. So, und für ihn? Nö. Schön wäre, wenn er das tragen könnte. Nee, wir haben auch keine gute Einhandwaffe für ihn, dass er ein Schild tragen könnte. Ja, das ist eine sehr clevere Kombination. Schwere Kriegskunst ist meistens Zweihandwaffe. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, Schilde zu leveln. Und hinzu kommt dann auch noch Fernkampf. Warum? Haben die Entwickler das per Zufall ausgewählt? Ich will's hoffen. Den Seelenfels hatte ich aktiviert, oder? Ja, hatte ich. Ich glaube, Stufe 14 werden wir wahrscheinlich erst im Grauschattental erreichen. Ich weiß nicht, wie viele Erfahrungspunkte wir jetzt noch bekommen für den Auftrag. Leider. So, erstmal die Kiste ausräubern. Oh. Ich weiß nicht, ob jemand hier leichte Rüstungen hat von meinen Helden. Vermutlich eher nicht, oder? Doch, Malwaren. Runenkrieger, zu mir! Was hat Malwaren denn gerade für eine Hose an? Standhalten, Männer! Da haben wir jetzt eine bessere gefunden. Vorsicht, Gegner! Haltet durch, Männer! Runenkrieger, zu mir! Verstärkt die Deckung! Okay, schlagt sie zurück! Vorsicht, Gegner! Und wir haben die nächste Zutat. Da ist noch eine Riesenfeldspinne. Standhalten, Männer! Wir werden angegriffen! So. Dann geht's jetzt noch ein Stück weiter den Berg hinauf. Das ist zwar irgendwie ein cooler Effekt, dass die Karte nach der Zeit wieder unsichtbar wird. Immer nach einer Nacht. Aber irgendwie ist es dann doch ein bisschen hinderlich. So, hier geht's lang. Haben wir jetzt eigentlich schon... Wie viele Zutaten haben wir jetzt für das Gift? Oh, jetzt fehlt nur noch der Schwarzhalm. Das finden wir bestimmt auch noch. Ist hier unten in der Ecke was? Nope. Wir gehen mal erst hier unten in die Ecke. Oh, hier steht eine ganze Skelettarmee. Oh, hier ist etwas.
Stufe 10, Geist des Kriegers. Da ist noch ein Geist des Kriegers. Sind das die Gefallenen, von denen bericht... Oh, das sind ganz schön viele. Das ist ein Hinterhalt! Kriegen wir das hin? Vielleicht sollten wir nicht alle gleichzeitig auf uns aufmerksam machen. Sie sind überall! Wir werden angegriffen! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Runenkrieger, zu mir! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! So, du kannst immer bleiben. Schließt die Reihen! Ah, da kommen sie her. Können wir mal gleich hinlaufen und es zerstören gehen. Dann haben wir den rastlosen Seelen dabei geholfen. Oh, Stufe 14, okay. Runenkrieger, zu mir! Den rastlosen Seelen geholfen, Frieden zu finden. Schließt die Reihen! So, und jetzt bitte schnell das Haus hier zerstören, weil sonst kommen noch ganz viele. Oh, ach, noch leider nur Stufe 3. Untoter Diener, Stufe 4. Das bringt uns was, oder? Wir sind doch schon Stufe 4. Ah, sehr schön. Wir können jetzt Goblins beschwören. Und wir finden einen scharfen Krummsäbel und eine bessere Elfenverbreiterung, oder? Haben wir sie Stufe 7 schon? Nö, haben wir noch nicht. Das finde ich sehr gut. Was haben wir hier drin noch? Nochmal einen Zauber, aber den haben wir schon. So, dann beschwören wir doch mal einen toten Goblin. Einen untoten Diener. Da. Ist der nicht hübsch? Goblins sind ja schon irgendwie niedlich. So. Dann können wir hier den Seelenfels noch aktivieren. Ich glaube, der braucht mehr Mana als ein Skelett. Und die Kiste ausräumen. Und da haben wir die letzte Zutat gefunden. Sehr schön. Das heißt, wir können auch, nachdem wir die Karte hier abgeschlossen haben, noch Högger ins Jenseits schicken. Oder wie man hier in Spellfoss sagt, zum Seelenfluss. Ich frage mich echt, was die Dunkelelfen hier machen. Ich möchte dafür eine Erklärung haben. Können wir zwei untote Diener beschwören? Ja, ich glaube, das kriegen wir sogar hin. Wo müssen wir lang? Hier. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Das ist schön. Die sind vielleicht ein bisschen stärker als die Skelette im Moment. Die auch noch Stufe 3 sind, deswegen sind die sowieso nicht so stark, denke ich mal. Runenkrieger, zu mir! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Ich muss ein bisschen gucken, wie es dem Wolfsvater geht. Das ist ein Hinterhalt! Sie sind überall! Schließt die Reihen!
So, das war's dann mit der Truppe hier. Ich glaube, wir kommen so langsam der Spitze des Berges näher. Ein Schwarzbär. Standhalten, Männer! Die Linien müssen halten! Feindlicher Angriff! So, was jetzt aber hier im Schatten lauert und ob wir jetzt hier den Todespunkt von Herga finden und ihn rächen können und ob wir später dann auch Höga, den Riesen, ausschalten können, das sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sind wir gewesen. Der einzige Narr seid ihr. Ihr hättet nicht kommen sollen.